Hallöchen und willkommen hier zu einer neuen Folge Atlas und Anni ist auch wieder am Start. Aber hallo. Klar bin ich da. Wo aber, sollte ich auch sonst sein? Hallo Anni. Ich habe mich nicht verlaufen. Ja, aber du hast dein Zeug verbummelt. Ich habe mein Zeug gerade verbummelt. Also es ist wieder aufgetaucht. Das Komische war, ich habe es ja die ganze Zeit im Schrank gehabt. Und als ich den Schrank auswählen wollte, habe ich irgendwie den Cooking Pot erwischt. Ihr seht es gerade. Ja, ich stehe eigentlich hier. Und man erwischt den Cooking Pot. Das ist ein bisschen blöd. Da steht nämlich unten eigentlich Large Storage Box. Und deswegen habe ich es nicht gesehen. Da muss man richtig ranlaufen und da ist mein Kram drin. Ja. Ist leider ein bisschen schade. So, wie jetzt? Was haben wir heute vor? Was haben wir heute vor? Also, ich würde ja heute gerne mal die Ferngläser bauen, denn wir waren beim letzten Mal unterwegs Kristall sammeln und haben ja auch ein bisschen was mit nach Hause gebracht. Von daher würde ich gerne dann so ein Fernglas bauen. Der Mario kriegt, wenn er lieb ist, auch eins ab. Doch, aber einen Kopf gezogen oder was? Ja, mal gucken. Naja, das kennen und wir ja schon. Passend dazu, oh, da vorne ist ein Wölfchen. Passend dazu, da ist noch ein Wolf. Nein, ich lenke mich jetzt hier nicht ab. Passend dazu noch ein Wolf. Passend dazu noch ein Wolf. Nein. Gibt's natürlich auch noch den Sextanten. Den würde ich gerne auch bauen. Und oh. Mario macht schon wieder alles kaputt. Na, einer kaputt. Level 18. Kannst du den nächsten hier auch kaputt machen? Ja, den sehe ich noch nicht. Aber der kommt gerade. Ich habe, glaube ich, gar keine Munition mit. Egal. Das ist zumindest der Plan für heute. Ich gucke auch gleich mal nach, was ich denn hier für so ein Spyglass brauche. Natürlich suche ich immer falsch. Ich muss natürlich hier gucken. Da ist es nicht. Wahrscheinlich muss man das an der Smithy bauen. Ich weiß gar nicht, also den Sextanten glaube ich schon. Ansonsten. Das Spyglass auch. Und wir brauchen, genau, Kristall. Ja, Kristall haben wir ja. Haben wir ja letztes geholt. Haben wir, ne? Wo haben wir das hingeschleppt? Das hier in der Kiste? Das habe ich in die Dings geworfen, glaube ich, in die Box. Wo ist der Kristall? Ist das Kristall? Nee, warte mal, bin ich jetzt doof? Das ist Kristall, ja. Das sieht ein bisschen aus wie Metall. So, 60 sollten reichen. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel ich eigentlich brauche. Nicht viel, ich glaube, 10 Stück, wenn überhaupt oder so. Okay. So, also bauen wir mal 2. Und dann werfen wir einen Blick dadurch. Ich freue mich schon drauf, denn mit dem Spyglass ist endlich wieder ein bisschen mehr in der Ferne zu erkennen. Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach so schön. Achso, warte mal, ich lasse da jetzt einfach in der Smithy, da kannst du gucken. Ich gehe gleich mal hoch. Es ist schon wieder warm. Man sieht es unten an den 3 gelben Punkten. Es ist hot. Und ich muss und auch was dran, trinken. Hier ist kein Auto-Closed-Door, ne? Also Luke zu. Ja, Luke zu, natürlich. Das ist hier kein Ark. Das ist mir schon klar. Ja, die Tür unten war wieder auf. Ja, ja. So, mal hier ein bisschen Wasser mitnehmen. Ne? Bin durst und so. Jetzt muss ich auch bald. So, Spyglass habe ich auf der 2. Sieht's nicht schön aus. Das sieht so gut aus. Leider gerade noch ein bisschen dunkel. Naja, wir haben halt das Problem, dass ja der Felsen so ein bisschen die Sonne blockiert, aber... Gott. Man sollte aus der K-Perspektive rausgehen. Ja, Spyglass, Rechtsklick und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wo ist denn der Mario? Da ist er. Da, den kann man jetzt ganz genau anschauen. Die Falten. Da können wir jetzt noch näher ran, denn Mario ist schon 88 Jahre alt. Oh. Ne? Ja. Können diese Augen lügen? Na, sehen ein bisschen traurig aus schon. Ja. No. Woran liegt das wohl? Nicht an mir. Ja, das geht auf jeden Fall. Und was kann ich noch machen? Nee. Ach, ich kann damit zuschlagen. Nämlich schlagen sollst du nicht. Ne? Also, falls Mario wieder mal irgendwie komisch drauf ist. So. Ne? Also, man kann ja alles als Waffe benutzen. War nur zu Anschauungszwecken. Mhm. Du musst jetzt hier nicht schießen. Ja, ja. Zu Anschauungszwecken. Schaust auch gleich mal die Blümchen von unten an. Ich, nee, will ich nicht. Ich bin schon wieder am Overheaten hier. Das ist ja wieder unglaublich. Ja, wir haben den Hinweis bekommen, dass Metallrüstung dabei hilft, abzukühlen. Ja. Das ist ja irgendwie... Also wir haben es noch nicht ausprobiert. Ich kann die auch noch gar nicht bauen, glaube ich. Na, eigentlich müsstest du die bauen oder, können. Warte mal, ich muss kurz gucken hier. Armory. Vielleicht bin ich auch noch nicht. Doch. Hey, du hast alles gelernt, also dann musst du auf jeden Fall Armory. Wie heißt sie denn hier? Die heißt ja nicht Plate Flak. Armor. Wie heißt sie? Also Plate Armor, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die heißt. Oder Secrets of Armor. Metal. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Warte mal. Na, guck einfach mal nach, was du da bauen kannst. Ja, weil also es kommt drauf an, wo man das dann halt baut. Weil hier ist nur Secrets of Armor. Ja, doch, stimmt. Plate Pants. Und das wird wo hergestellt? Das ist die Frage.
Also bei hier glaube ich nicht an der Smithy. Na, wo denn sonst? Wir haben ja nichts anderes. Marmor? Ach doch, hier. Ja, bin ich hier verwirrt. Dann stelle ich das doch gleich mal her. Können wir doch machen. Mhm. Damit wir hier mal nicht mehr so rumschwitzen. Wahrscheinlich war das so ein Tipp, der uns eigentlich eher veräppelt. Bestimmt sterben wir jetzt hier instant bei der wahrscheinlich. Hitze. Das kennen wir ja schon. So, ich nehme hier noch so ein bisschen Simple Shot mit. Das kann ich hier nicht rumballern. Ach ja, und danach kümmere ich mich mal um den Sextanten. Ich hoffe wirklich, dass wir hier eine Nacht erleben. Es ist im Spiel gerade, ich sehe es gar nicht. Wie spät ist denn das? 9:58 Uhr. Wieso sehe ich das nicht? Bin ich gerade verwirrt? Also, Moment, liegt es am Spyglass? Es lag am Spyglass, ja, okay, jetzt ist es um 10. Das dauert ein bisschen, bis die Nacht da ist. Da können wir ja notfalls nachhelfen. Stimmt, zur Not helfen wir danach, ne? Denn ich möchte euch wirklich zeigen, wie das mit dem Sextanten funktioniert. Im besten Fall hat man dafür dann schon eine freie Fläche, wo man sich einen richtig guten Überblick über den Himmel verschaffen kann, über den Sternhimmel. Also ich könnte ja sagen, wir müssten eigentlich auf den ganz großen Felsen hochklettern, ne? Also von mir aus können wir das auch machen, ne? Also es wäre richtig geil. Eigentlich wäre schon cool. Wollen wir das machen? Ja, nehmen wir dann den Kleiter mit. Aber da brauchen wir echt viel zum Klettern. Habe ich jetzt alles? Waren das nur 4 Sachen? Ja, brauchen wir ja 100 Jahre, bis wir oben sind. Ja, wir probieren das einfach. Dann haben wir heute noch eine Kletterpartie. Ihr seht es ja gerade jetzt nicht, aber ich zeige euch gleich den großen Felsen, der hier unser Objekt der Begierde darstellt. Eigentlich wollte ich bauen. So, ja, egal. Da wollen wir rauf. Da brauchen wir ein paar mehr Climbing Picks und überhaupt, ne? So, ich ziehe mich mal um. Habe ich jetzt hier irgendwie... Also da unten steht immer noch Hitzestich, ne? Hyperthermia. Ja gut, das geht ja nicht so schnell weg. Du musst halt gucken, ob du Lebenspunkte verlierst dabei, ne? Und generell, was haben wir denn an Dings? 138 minus 3. Boah, ich bin auch schon 83. Krass, was sieht aus? Hier, ich sehe aus wie ein Ritter. Ein Ritter der Tafelrunde. Nee, Ritter der Runkelrübe. Der Runkelrübe? Was ist denn? Ritter Runkelrübe, da gab's doch... Wo war denn das? Ich muss überlegen, das war bei irgendeinem Märchen... Oder so. Kenne ich nicht. Aber egal, ich kann nicht alles kennen. Da steht immer noch hier Overheating. Oder bei den Mosaiks oder sowas. Ich weiß gar nicht. Ja. Aber die Lebenspunkte sehen doch gut aus. Muss aber auch mal was essen. Trotzdem, man keucht hier die ganze Zeit rum. Deine Klamotten liegen in der Smithy. Guck mich mal an hier. Ja, ich guck dich an. Ach nee, das ist tatsächlich eine Leder-Kluft hier, beziehungsweise an den Armen. Ich dachte schon, es ist deine schrumpelige Haut. Na, also die wäre jetzt ja ganz schön blass, ne? Stell dich mal hier hin, bitte. Damit Moment, man das so ein bisschen besser sieht. Ich komme hier hin, ne? Mario macht hier wieder den Angucker, aber ich gucke mir das auch an. Angucker vom Dienst. Der Angucker vom Dienst. Man muss das aber begutachten. Aber ich finde es schon mal cool, also was richtig gut gemacht ist bei Atlas, dass die ganzen einzelnen Sachen, die man ausgerüstet hat, so Pickaxe und Bogen und Climbing Pick oder Fernglas hier, dass die alle so rangepappt sind an die Rüstung. Das finde ich richtig cool. Man schleppt es halt irgendwo sichtbar mit und nicht so, oh, ich habe hier einen Bogen und ein Spyglas mit, aber wo hängt es eigentlich? Ne? Ja. Ja, doch, echt cool. Ja. Also ich mag das vom Style her. So, ich verliere gerade keine Lebenspunkte, glaube ich. Das ist doch schon mal schön. Das Inventar, na, warte mal. Doch, ich verliere Lebenspunkte. Hä, hey, sogar gar nicht so langsam. Ne, relativ schnell. Ja, dann ist das doch hier doch nicht so geil. Na, oder ist einfach Pech. Ich meine, es ist halt auch warm hier. Wir haben hier gerade aktuell 41 Grad. Aber ich glaube nicht, dass es geflunkert war, sag ich mal. Ne? Nee, aber vielleicht ist es einfach wirklich zu heiß hier in der Gegend. Es ist halt wirklich einfach warm. Okay. Ja, ich brauche bald was zu essen. Wir haben leider hier mal wieder nichts im Kochtopf. Also nichts gebratenet. Na, ich wollte gerade Holz holen eigentlich. Achso, du willst Holz? Naja, hätte ich auch gemacht. Wir brauchen auch mal wieder Holz. Wir haben nämlich nur noch 380 Holz. Ich wollte eigentlich noch so ein bisschen nebenher bauen. Du hast jetzt Holz mitgenommen, ja? Ein bisschen, okay. Ja. Ich wollte eigentlich noch so ein bisschen nebenher bauen, damit wir mal hier mit dem Turm vorankommen, dass wir die einrichten können. Mhm. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht. So, was nehmen wir denn jetzt mit für unseren Ausflug da hoch? Ich packe meinen Koffer, nehme mit. Ja, erzähl mal. Weiß nicht. Climbing Picks. Mhm. Das Problem ist, wir haben gar nicht so viel Zeug. Also ich meine, das Zeug ist halt ultra teuer, die ganzen Climbing Hooks sind arschteuer, die kosten 160 Fiber, glaube ich. Das Stück. So, Sextant, hier sieht man schon. Anna Smithy, ich glaube, kann ich den schon bauen? Weiß ich gar nicht. Also bauen müssen sie ihn können.
Ja, ich gucke, ob ich das freigeschaltet hatte bei mir. Gem, Edelsteine. Okay, dann wird das nichts. Okay, damit hat sich auch der Ausflug hier erledigt. Oder wir gehen jetzt auf Suche nach Edelsteinen. Ich habe das Problem, ich habe keine Ahnung, wo die Edelsteine sind. Ja, da bist du wieder aufs Schiff. Oh Gott. Was willst du machen? Aber ich meine, ich will... Es gibt ja noch eine Alternative. Eine Alternative? Ja, die wir noch zeigen könnten. Das stimmt. Eigentlich wollten wir das erst in der nächsten Folge machen, aber das Problem ist, dadurch, dass unser Plan jetzt etwas durcheinander geraten ist, weil wir keine Edelsteine haben und ich auch nicht weiß, wo wir die jetzt herkriegen. Und wir auch tatsächlich gerade nicht so viel Aufnahmezeit haben. Manchmal ist es so ein bisschen ungünstig. Ja, wir können jetzt auch nicht 2 Stunden über einen Ozean schippern. Nee, dann, okay. Wir sind spontan. Ich weiß halt nicht, Moment, bevor wir das... Okay. Konnte man bei dem Typen im Freeport, konnte man denn da Zeug kaufen? Ja, wollen wir da mal gucken. Also Edelsteine meine ich? Das weiß ich nicht. Da müssten wir gucken gehen. Wollen wir da erstmal gucken gehen? Das Problem ist, ich weiß halt nicht, was man da braucht. Ich schau mal, wie viele Edelsteine wir eigentlich brauchen. Na, du brauchst Gold. Und zwar 15 Gold pro Einzelressource, wenn du. Ja, das ist halt die Frage, ob das wirklich Einzelressourcen sind. Ich glaube schon. Sind. Wir brauchen für den Sextanten 12 Gems. 12. Sag mal, wirklich 15 will er haben. Dann ist das schon ganz schön teuer. Bezahlst du 174 Gold. 174 Gold. Wir haben 9 Gold, wir haben eh nichts. Nee, wir haben ein bisschen mehr, aber auch nicht viel mehr. Ja, aber ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Oh, 35 haben wir, das ist nix. Nee, ich glaube nicht, dass das... Sehr schön. Oh Mann. Ja, was machen wir jetzt? Warte mal kurz. Ich schau mal kurz auf die Karte. Machen wir gleich einen Schatzheben. Na, wir haben ja noch welche. Ja, wir können auch einen Schatzheben. Wir sind einfach spontan heute, wie gesagt, wir... haben nicht so viel Zeit. Es wäre jetzt eigentlich geil gewesen, hätten wir keine Edelsteine gebraucht. Ja, ich hatte halt auch keine Zeit zu checken, was wir brauchen. Wie, was wir brauchen? Naja, an Sachen für den Sextanten vollen. Ja, aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es funktioniert mit dem Schatzheben, weil es ja auch, müssen wir auch erstmal woanders hinfahren. Und ich müsste erstmal gucken, wo hier überhaupt die Inseln sind. Nee. Naja, nee. Dann mach mal Plan B. Okay, Plan B, ihr Lieben. Wir switchen kurz das Vorhaben. Dann zeigen wir heute einen neuen Mod. Wir haben den selber noch nicht ausprobiert. Den guten Ecos RP Mod. Ihr habt ihn vielleicht vorhin schon gesehen, als ich kurz durchgeschaltet habe. Hier, da. Ecos RP Decor Mod. Der ist ja, neu reingekommen. Jawohl. Richtig cool. Aber hallo. Ja. Und ja, ich lerne das mal. Dann gibt es halt einfach in der nächsten Episode oder in der übernächsten dann halt den Sextanten oder erstmal die Suche nach den Edelsteinen. Wir machen das so. So, wo ist denn der jetzt eigentlich gelandet? Achso, ich muss ja nur den Tisch bauen. Genau. Den Table. Ja, der ist irgendwie kürzlich rausgekommen. Ich weiß nicht genau, wann der erschienen ist. Auf jeden Fall kann der noch nicht so lange raus sein. Denn ich hatte letztes Mal gecheckt, da war noch nichts. Und heute habe ich geguckt, Mensch, Bernie meinte so, ja, wir können vielleicht mal einen neuen Mod ausprobieren. Meinte so, ha, ist bestimmt nichts Geiles draußen. Und dann gucke ich so nach, direkt erste Seite, Modliste, RP, Deko, Geil. Mod. Wir brauchen Eco. 250 Holz. Holz, ja, Holz haben wir. Holz haben wir. Da ist Holz. Boah, ich bin gespannt, ja. Ich habe wirklich keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Ich wollte mir das eigentlich erstmal in Ruhe anschauen. Nee. Aber nein, ihr wisst, manchmal kommt's anders. Als man denkt. Nein, manchmal muss man umdisponieren, das ist halt einfach so. Aber da gibt's halt. Oh. Das wollte ich gar nicht. Ne, echt coole Sache. Mann, ich bin zu doof. Aber das wissen wir alle schon. Was ist denn jetzt schon? Ach, nee, war richtig. Dachte, ich hätte was Falsches ausgewählt. Ich stell den jetzt hier hinten hin. Mal hier hin. Nee, stell den mal hier hin. Nimm den? Ja. Das ist. Ist halt ein Schrank. Das ist der, okay. Deswegen war ich kurzzeitig irritiert. Verwirrt. Das ist der RP-Dekor-Schrank. Geil, es gibt Betten. Okay, ja, hier. Ein Captain's Bed. Ein Double Bed. Ein Single Bed. Also, ich nehme Double Bed. Mindestens für mich alleine. Nee, du kriegst Single. Na toll. So, Dekorsachen. Wir haben hier auf jeden Fall so eine Schatzflasche. Beziehungsweise sind einfach so Flaschen. Ist ja geil. Ein Anker. Also ich gehe jetzt einfach mal durch, wir gucken uns das mal an. Ein dekoratives Schild. Oder einen dekorativen Schild, ne? Ich weiß Bescheid. Kitchen-Dekor, was für die Küche. Ein Fisch für die Küche. Ganz viele Fische sind das hier. Mounted Cod. Ja, zu meiner Wand poppen. Oh, hier, eine Elefantentrophäe.
Dann noch so ein Marlinfisch. Ein Mounted Shark. Das ist ja geil. Oh, hier halt auch den Sharptooth. Dann noch ein Thunfisch kannst du dir an die Wand hängen. Oder ein geröstetes Schwein. Ja. Das kommt nicht an die Wand, das kommt auf den Tisch. Für 250 Fiber. Ui. Dann, was haben wir an Möbeln, Furniture? Wir haben schöne Stühle. Das ist, oh, das ist ganz hübsch. Ein Tisch in Form von einem Fass. Hier ist ein richtiges Fass. Eine Badewanne. Ja, Badewanne, cool. Geil. Wir haben eine Bank. Das ist ein Regal. Ein Bücherregal ist das, ne? Wo dann vielleicht auch die ganzen Schatzkarten einfach mal rein können. Mhm. Dann einfach hier so ein kleines Schränkchen. Das ist noch... ein Captain's Chair. Also einfach so ein Stühlchen. Der ist für mich. Kapitänsstuhl. Eindeutig ist der für mich. Das Ganze dann nochmal als normaler Stuhl. Eine Schatzkiste. Oder eine normale Kiste, aber sieht ganz hübsch aus. Ein kleines Schränkchen noch. Dann haben wir hier einen Schreibtisch. Okay, das ist ja geil. Der ist auch für den Captain. Der kann dann in die Kapitänskabine rein. Kitchen Island. Das muss ich mir anschauen. Kochinsel oder was? Dann hier noch ein Schrank für links. Ach, wie geil. Also du hast ein Left Cabinet. Dann war noch ein Side Table da. Vielleicht kann man das ja alles so aneinander bauen. Ein Right Cabinet. Oh, cool. Da kannst du also richtig schön aneinander bauen. Ein Sofa. Ein Stuhl und noch ein Tisch. Da geht's bei den Möbeln auf jeden Fall schon gut los. Es gibt auch Lampen. Lampen sind schon eine gut. Deckenlampe, so ein Globus hier. Oder was heißt Globus? Ceiling Globes, das sind so, naja, Deckenkugeln. Aber das Gute ist, da brauchen wir kein Kristall für, oder? Wir brauchen Fiber und Metall. Das ist cool. Dann haben wir hier geilen Totenkopf. Oh, den. Ein Totenkopf mit Kerzen drauf. Oder Table Lantern, okay, eine Tischlampe und eine Wandlampe. Oh, hallo. Richtig gut. Da kann ich was bauen. Ich baue die Lampen. Ja, kannst du machen. Du kannst gerne noch nebenher schon ein bisschen was bauen, ne? So, wir haben hier einen Grill und der sieht auch ganz hübsch aus. Da brauchen wir ein bisschen mehr, aber wir haben alles. Mir fehlt so die Pull-Funktion. Ja, die fehlt mir tatsächlich auch. Vor allen Dingen, wenn man gerade vorher Ark gespielt hat. Teppiche gibt's, gucke ich mir gleich an. Wir haben eine Icebox. Preserves and keeps your food fresh for longer. Richtig gut. Fiber, Thatch und Wood. Endlich ein Kühlschrank. Das stimmt, ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel Fiber. Ja, wir müssen nochmal farmen gehen irgendwann. Wir haben, glaube ich, noch 2000 Fiber. Hier ist noch ein Stone Fireplace. Sehr hübsch. Geil. Und Rugs, die Teppiche. Ein Accent Rug. Large Rug, was ist das denn? Accent, das weiß ich gerade gar nicht. Medium Rug und ein Small Rug. Auf jeden Fall alles für Fiber. Also da ist einiges zu holen hier im Mod. Und ich bin hier voll am Abkrebeln. Ein Albtraum jagt den nächsten. Wahrscheinlich muss ich mich hier gleich wieder umlegen. Aber ich kann auch einfach mal was essen. Ach, ich habe ja sogar noch Essen drin. Oh, es regnet! Es regnet! Als ob man es gewusst hätte. Perfekt. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall Sachen hier. Mario bringt gerade alles mit, deswegen landet es hier drin. Womit wollen wir anfangen? Na, also ich baue auf jeden Fall gleich mal die Lampen. Mario baut die Lampen. Ich würde mir mal... Na, das reicht noch nicht. Da brauchen wir noch Holz für... Nee, ich bin gerade auf dem Weg. Okay. Das gute Holz für die Möbel. Bauen wir das wieder unten auf? Na, wir können... Oder hier oben eigentlich. Vielleicht hier drüben. Können wir es doch so lange hinstellen. Da sieht man wenigstens ein bisschen was. Können wir machen. Ja, dann stellen wir da drüben mal so ein paar Möbel hin. Das bauen wir auch später wieder ab. Aber ich fange mal mit den Betten an. Ich fange mit den Betten an, dafür sind sie da. So, hier sind die Betten. Da fehlt noch Thatch und Hide. Natürlich. Natürlich. Boah, ich mag diese Dekomods unglaublich gerne. Absolut. Ist halt geil. Ihr glaubt gar nicht, wie mir das Herz aufgeht. Ich glaub dir das. Ich kenne das nämlich selber. So, trotz Regen ist es noch warm. Ja, aber es ist schöner Regen, schöner Tropenregen. So, gucken wir uns gleich mal die drei Betten an, vorausgesetzt, ich bringe gleich nochmal ein bisschen Hide. Wir müssen wieder eine Farmtour machen, das ist ein echter trauriger Zustand hier gerade. Ich glaube, ich fahre mal irgendwann in einer ruhigen Minute, fahre ich einfach mal oben zur Starter in so eine Farm, immer 50.000 Fiber oder so, wäre, glaube ich, ganz geil. So, rein damit. Das letzte Bett fehlte mir noch. Ich muss leider die Lämpchen unten hinbauen. Ja, denn okay. Oben gibt es keine entsprechenden
Stellen zum Ranpappen. Was? Naja, so eine Deckenlampe kriegst du halt nicht ran, wenn keine Decke da ist. Ist irgendwie logisch, oder? Gut, aber ich baue uns hier schon mal die Betten oben hin. Alter Verwalter! Das ist ein Riesenbett, oder was? Was hab ich denn hier nach? Was ist das? Das ist das Captain's Bett, ja? Da muss ich mal hier. Ist das eine Lampe? Leuchtet die Lampe nachts? Wäre das geil. Guckt euch das an. Kann man sich hier reinlegen? Lay on Captain's Bed. Oh. Oh. Ne? So muss das. Schön im Sommer, Nachtsregen hier. Einfach mal rumliegen. Aber richtig, richtig cool. Super. Das ist richtig cool. Aber mit dem langen E kann man hier nicht, glaube ich. Warte mal. Lampe an? Lampe an? Nee, man kann es nur wieder aufheben. Fast Travel. Aber vielleicht, das ist vielleicht leuchtet schön. Die Lampe ja nachts. Na, müssten wir mal ausprobieren. Ich mach mal kurz dunkel. Danach machst du wieder hell? Ja. Da kämpft schon wieder was. Ja, mal kurz dunkel hier, mal gucken, ob das... Oh, drück die Daumen, dass das leuchtet, das wäre so geil. Das wäre wirklich geil. Oh, mein Gott. Aber nee, hier leuchtet nichts. Schade. Aber ich könnte ja... Warte mal. Natürlich eine Minilampe, aber... Hey, guck mal. Ey, das ist der Totenkopf. Okay, Mario hat ja schon mal den Totenkopf gemacht. Ich habe mal den Totenkopf gemacht. Ich mach wieder hell, damit man auch besser sieht, ne? Okay, aber das ist ja geil. Da kannst du voll so ein... Weiß ich nicht. So ein Altar machen. Oder ja, anbieten. Richtig cool. Oh, guck dir mein Knie an. Sexy bisschen. Knie. Hier, schönes Knie. Ja, auf jeden. Da ist halt schon einiges vorbei. Ich kümmere mich mal kurz um den Wolf. Uiuiui. Naja. Okay, haben wir also schon mal das Captain's Bett und die erste Lampe gesehen. Jetzt baue ich mal noch die anderen Betten hin. Die sind halt recht groß, ne? Das ist das normale Doppelbett. Da haben wir dann aber auch hier so ein Fell bzw. eine Haut. Keine Ahnung, welches Tierchen hier Leder lassen musste. Kann man sich auch hier ganz gemütlich hinlegen. Ja, ne? Schön vor sich hinschnarchen. Okay, ich glaube, wir müssen bei der Planung vom Haus noch mal ein bisschen umdisponieren. Ja, wir müssen irgendwie... Wir brauchen mehr Platz. Wir brauchen definitiv mehr Platz. Das ist gar kein Zustand hier, muss ich sagen. Und ein Bett habe ich noch. Ja, kannst du die mal wieder aufheben dann? Ja, mache ich gleich. Na, jetzt so. Ah, warte doch mal. Eins können wir noch hinbauen. Das ist das Single-Bett. Ja, das kriegst du. Wie jetzt? Ja, hallo, da falle ich ja raus. Ja, hallo, da bist du eingemauert. Ja, das ist das Gästebett. Ja, das muss reichen. Ey, sag mal, da wird einem hier das Bett unterm Hintern weggeklaut. Ja. Wie kommen wir da hin? Dann packe ich mir halt hier das Captain's Bett ein. Guck mal, ich baue mir hier so eine Lampe ran an der Wand. Oh, hier, das die Wall Lamp. Sieht cool aus. Ja, und vor allen Dingen, die leuchtet schön im Regen. Perfekt. Die Frage ist natürlich, das können wir jetzt natürlich gerade nicht, obwohl wir könnten es hier schon mal testen. Was denn? Wie hell ist es im Dunkeln? Ja, stimmt. Mach mal dunkel. Sehr gut. Okay, nicht sehr hell. Nee, es ist... Ja, nee. Ist nicht sehr hell, aber sieht nett aus. Hat schon was. Noch mehr Lampen. Es macht auf jeden Fall was her. Ach, hier. Da. Das sind die Ceiling Globes. Das sieht aber nett aus. Ich wäre wirklich dafür, dass das Captain's Bett dann so leuchtet. Ja, aber ich glaube tatsächlich, werde ich mal vielleicht als Feedback schreiben an Eco, dass die Lampen ein bisschen heller leuchten können, weil das ist ein bisschen dunkel. Ja, es ist wirklich noch ein bisschen dunkel, aber ein Anfang ist gemacht, ihr Lieben. Es entwickelt sich ja alles ultra, weiter. Ich finde die auch ultra cool. Ist das jetzt hier so eine Bodenlampe oder was? Eine Table Lamp ist das, ne? Ja. Okay, wir gehen mal ran. Ja, die Table Lantern. Dann hier, wie gesagt, die Ceiling Globes und das ist die... Mal gucken, hier eine Tonschiene noch daneben. Gute Wall Lantern. Genau. Und die Skull Lamp. Ja, geil. Das ist doch schon mal schick. Ich gehe mal rüber zum. Jo, ich mach mal wieder hell. Ja, alles gut. Damit wir dann entsprechend auch was sehen. So, ich schmeiß die Betten mal wieder rein. Oh, eins habe ich jetzt gerade nur. Was stelle ich denn jetzt her? Es ist immer noch warm. Dekoration, da ist natürlich einiges. Kann man das eigentlich umstellen, dass ich hier oben. Weiß ich nicht. Was denn? Ach nee, schon gut. Ich sag gar nichts. Ich bin verwirrt, das kennen wir. So, ich stelle alles einmal her. Aber das reicht alles dafür. Jetzt hängen wir nämlich hier die Wände voll mit diesen Mounted Items.
bin ja aufs Schwein gespannt. Wir müssen noch einen Tisch bauen. Aber das ist doch, war das nicht so ein Hängebauchschwein? Naja, aber ich glaube, das, nee, ich glaube, das ist so ein, ich lege mich auf den Tischschwein. Aber das ist schon am Mounted? Ja. Aber ich nehme das mal hier. Pick oder so. Alles mal mitnehmen. Die Betten sind da. Ich pack das einfach jetzt hier ein. Naja, ich verschwende schon mal unsere ganzen Materialien hier für den ganzen Küchenkram quasi. Ja, sehr gut. Und dann hast du ja auch einen Tisch dabei, ne? Ich weiß gar nicht, ob ein Tisch frei war. Na doch, es gab auf jeden Fall einen Kamin. Fireplace. Kann ich schon mal sagen. Ach, komm. Okay, so, wir haben hier dekorative Flaschen. Das wäre geil, wenn wir das auf den Tisch abstellen. Wir sollten echt mal beim nächsten Mal, müssen wir mal gucken, dass wir irgendeine Fläche bauen, wo wir einfach viele Foundation auf den Boden werfen und einfach das Zeug da hinstellen. So, stelle ich es jetzt auch einfach hier hin? Es ist zu dunkel hier. Wir brauchen einen Tisch. Wenn ich das jetzt hier abstelle, ich meine, ja, man erkennt's, ne? Das sind hier so kleine Flaschen. Mario tritt auf die Flasche. Ach, ja, wenn du die nämlich stellst, dann... Sind da Blümchen? Mit Blümchen. Oh, ist ja süß. Hier, Blümchen. Süß. Blümchen und so eine Flasche. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Wir haben den Anker. Den muss ich an der Wand hängen. Glaube ich. Boah, ist der groß. Wuh. Da kann man sich hier so einen dicken Anker hinhängen. Oder daneben, das ist eigentlich voll geil, ein Schild, da brauchen wir brauchen andere. Oh, guck mal. Du kannst sagen Wooden Shield. Oh, das kann man durchschalten. Das sieht natürlich jetzt richtig kacke aus hier an der Ecke. Tut mir leid, aber das ist ja schon mal richtig gut. Ein keltisches Schild. Ist aber schon geil gemacht. Ja, auf jeden Fall richtig cool. Richtig cool, ja. Gut, aber da brauchen wir wirklich, also... Mann, ihr Lieben, wir haben einfach zu schmal gebaut bisher. Übrigens, hast du mal gesehen, bei den Fancy-Dekor-Sachen kannst du auch noch durchschalten, ne? Wie? Auch noch? Ach, geil. Okay. Ach ja, da steht Fancy-Dekor, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, okay, dann haben wir so hier noch. Fläschchen, davor Bücher. Noch mal weiter. Noch so eine normale Flasche. Noch eine Flasche, das sind diese typischen Schatzflaschen. Ja, genau. Dann haben wir noch... Mhm. Oh, mit Schale. Aber die Bücher finde ich allein schon cool. Waren richtig geil. Ja, also, ne, einfach nur lange E drücken. Deswegen steht es ja auch da, E Fancy Dekor. Und dann kann man das hier auswählen. Was steht da drauf? Ach, das sind Parfümdinger. Ach, jetzt hör doch mal auf. Ich wollte gerade lesen, was drauf steht. Samuel, was steht da? Kann ich gar nicht lesen. Warte mal, ich hab doch hier, ne? Van Kempen. Samuel Richard Van Kempen. Ja, Samuel Richard Van Kempen. Und oben steht, The Dutch in the... Arctic Seas. Ah, geil. Ja. Dreifache Ausführung. Ja, ne? Mit Bildern, ohne Bilder und als E-Book. Hardcover. Ach Gott. Wunderbar. Ja, cool. Das ist doch schon mal was. Es ist hier eine Eisbox. Ist sie funktionsfähig? Fragezeichen. Mm. Oh, das ist die Eisbox. Werden wir gleich sehen. Hol mal kurz Fleisch. 3 Minuten 14. Wahrscheinlich ist sie nicht brauchbar. Obwohl, warte, das naja. Würde mich echt wundern, wenn nicht. Du kannst Icebox with Doors, also hier kann man auch schon wieder durchschalten, ja. Hier mit Türen oder so. Das ist ja mal geil. Okay, ist keine Icebox. Nee, jetzt gerade irgendwie nicht, aber das ist ja mal richtig also, geil. Also die Haltbarkeit von den Sachen ist ja aktuell nicht höher, aber die Frage ist natürlich, könnte man Preserving Salt reinpacken? Steht halt nicht drin, ne? Kabinett with Top-Kabinett. Oh! Boah, richtig cool. Also wirklich großes Lob an der Stelle an Eco. Das ist immer so geil, was da an Mods kommt, ja. Aber hier, also das ist ja mein Liebling. Einfach so eine offene Box. Oben lecker Käse, wo auch immer wir den aufgegabelt haben. Wir haben noch nicht mal eine eigene Kuh. Richtig geil. Gefunden. So, was wollte ich? Ich wollte jetzt hier mal so ein paar Sachen hinhängen. Das ist hier eigentlich auch so ein Deko-Ding für die Küche. So ein kleines Nest mit Eiern. Da kann man auch durchschalten, Leute. Guckt euch das doch mal an. Also ich habe jetzt extra hier mal das Interface wieder ausgeblendet. Man kann einfach alles durchschalten. Boah, allein das ist schon richtig cool. Also, wow. Äpfel... Ein bisschen Brot. Noch mehr Brot.
Käse. Richtig geil. Also, wow. Ey, es ist einfach alles möglich. Da muss man jetzt wirklich immer schauen, was so am Start ist. Richtig geil. Macht's natürlich auch einfacher. Man braucht nicht für jedes kleine Deko-Element ein einzelnes Item. Sondern man kann einfach mal durchschalten und ausprobieren. Oder auch nach Tagesform einfach mal das hinbauen, worauf man gerade Bock hat. So, ich habe jetzt hier noch so einen Fisch am Start. Guck mal. Oh Gott, ist der groß. Ja, aber guck mal, jetzt haben wir hier nämlich eine Kühlbox. Mit Preserving Salt. Oh, schick. Die leuchtet auf jeden Fall so. Unten kämpft schon wieder irgendwas. Ach so, weil das Salz drin ist. Und die Haltbarkeit ist auch erhöht. Ja, richtig. Ja, cool. Lassen wir den Löwen dort, wo er ist. Na, vor allem das Gute ist, wir haben jetzt aktuell eine Haltbarkeit von 47 Minuten von dem Fleisch, was eh schon fast vergammelt war. Also, das hält auf jeden Fall richtig lange. Mhm. Ich bin hier gerade fasziniert. Dieser Fisch hat zwei Augen auf einer Seite. Kann man den auch durchschalten? Den kann man nicht durchschalten. Der Catfish. Das sieht ein bisschen crazy aus. Absoluter crazy Catfish. So, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen mehr Wände. Ich will das nämlich gar nicht abreißen. Ich will, dass man sich das so ein bisschen angucken kann. Na, nimmst du hier unten die untere Etage. Ach, da ist nicht so schön hell. Aber gut, wir gehen mal hier hin. Man erkennt genug. So, hier haben wir noch mehr Fische. Na, wir haben halt keinen Deko-Bauplatz. Wir brauchen mal so ein Museum. Ja, ich hänge hier mal ein bisschen mehr hin. Im wahrsten Sinne hänge ich hier mehr hin. Hat den verstanden? Gott. Ach, der war nicht mal mit Absicht. So, ja. Wir haben hier so ein... Was ist das? Das ist der Mounted Cod. Kann man jetzt auch nicht durchschalten? Nee, also die kann man nicht durchschalten. Ja, es sind auf jeden Fall so ein, zwei Sachen, die etwas größer sind. Krass, ja, da brauchst du wirklich... Also da müsst ihr euch eine Burg bauen. Ist klar, ne? Hier ist ein schöner Schwertfisch. Also ich uns. Der Mario uns, genau. So, hier ist übrigens das, was eigentlich noch auf dem Tisch soll. Der Trog ist leer. Ist ja nicht so schön. Warum haben wir da keinen Tisch? Ich baue mal einen Tisch. Moment. Okay, bevor das hier weitergeht, baut der Mario einen Tisch. Aber ich habe noch was für die Wand, nämlich den Elefantenkopf. Aber hier gibt's Tische. Ja, gibt's. Wow. Desk. Ne, Desk ist blöd. Ja, Desk ist blöd. Hallo. Kabinett ist ja auch nicht richtig. Also einen richtigen Tisch gibt es hier gar nicht, oder? Na, im Deko-Dings gibt es ein Table. Da ist ein Table. Hoffe, die haben ja alle noch genug zu essen. Naja, muss reichen. Wir füllen nachher die Tröge noch auf. Der Tisch ist auch nicht gerade der kleinste, ne? Ja, gucken wir uns an. Ich weiß noch nicht, wohin. Muss ich oben hinbauen. Ja, dann geht's nach oben. Ja, die Tiere stehen halt ein bisschen. Ja, sorry, ist ein bisschen improvisiert heute, aber wir erfahren ja jetzt genau wie ihr erst, was in diesem Mod los ist. So, ich bin gespannt auf den Tisch. Der ist aus dem Mod, ne? Mhm. Oh nein, ich habe irgendwas gepfiffen. Bleibt unten. Nochmal hier abpfeifen. So, das Schwein. Na, wer kennt's nicht? So eine ähnliche Sau in Form von einer Gundula. Von einem, jetzt fehlt mir der Name gerade. Wie heißen sie denn bei Ark? Fiomia. Die Fiomias, ne? Oh, hier, spontan mit Dings. Ja, schön mit Apfel im Mund. Da kann man so viel durchschalten hier. Hier auch? Nee, hier nicht. Wo kann man denn noch durchschalten? Na, bei diesem bei dem Ding. Naja. Ach, diese Kampfmusik. Aber das könnte voll die schöne Ecke da werden. Und bin ich eigentlich die Einzige, die das Gefühl hat, dass das aussieht, als ob man das zuklappen könnte? Als ob das quasi so ein kleines Türmchen ist mit Steinwänden, die man zuklappen kann. So sieht das aus, wie so ein Theater. Ja, du bist der Einzige, der es denkt. Ja, bestimmt denkt das noch irgendjemand. Nee. Doch, bestimmt. Nee. Das sieht aus wie zwei Zuklappdinger. Eindeutig. Wie zwei Türen. So, so ein Zuklappding. So, Möbel, weiter geht's. Das hast du jetzt an Möbeln schon gebaut. Noch nicht so viel, ne? Nee. Warte mal, ich mach mal mit den Teppichen weiter. Das ist halt überschaubar. Muss ich hier unten machen. Was ist hier los? Wieso sehe ich die nicht? Habe ich hier noch einen Filter drin? Ach nee. So, ich habe mal den Tisch ein bisschen dekoriert. Hier die Kochbücher am Start, ne, da hinten noch das Brot. Hier wir vorne brauchen mehr Fiber. Kleine Kerze. Was, Fiber? Mhm. Noch? Warum denn? Naja, weil das nicht reicht sonst. Okay, ich hab den Kamin gefunden übrigens. Der ist ein bisschen schmal. Ich komme gleich gucken. Wir haben leider ein Fiber-Problem. 62 Fiber, oh shit. Ja, kann ich jetzt nicht. Wir haben kein Fiber. Wie viel Fiber haben wir denn? Was 62 haben wir noch. Na, oben drin im Schrank? Der tonnenweise Fiber mitgebracht.
Hä, also das reicht aber hier nicht. Sind die so teuer, die Sachen? Die Teppiche. Also einen Teppich habe ich gebaut. Hier, das ist der kleine Teppich. Ja, aber der kostet nur 50. Hä, wieso, wo ist denn der? Ich habe den noch gerade gebaut. Bin ich jetzt ich hab doch 2000 Fiber mitgebracht. Was ist denn also teuer gewesen, sag mal? Keine Ahnung. Wo ist jetzt gerade der Teppich hin, oder hast du den rausgebracht? Ach nee, hier ist er. Oh, man sieht das immer. Ach, die Körper kosten schon 200 das Stück. Tja. So, ich lege mal kurz einen Teppich hin. Hm. Sogar mit einer Welle. Kann man den durchschalten? Kann man. Oh, geil, ne? Da kann man ein Feld rausmachen. Lädt natürlich immer ein bisschen nach. Ja, schwebt ein bisschen in der Luft. Kann man den nach unten setzen? Theoretisch ja, ne? Ich guck gerade, ich sehe es. Ja, da steht ja Lower Rug. Lower. Ja. Kann man. Ne? Also. Oh. Oh. Okay. Shit. Jetzt haben wir die Ceiling ausgewählt. Oh, oh, scheiße. Oh. Ja, komme ich nicht ran. Ah. Perfekt. Okay, schwebt ein bisschen in der Luft und. Ja. Den roten Teppich sieht man zum Beispiel nicht. Ja, weil wenn du den hier nach oben machen musst. Okay. Das ist der blaue. Das war der rote. In grün. Also so eine Teppiche mag ich eigentlich gar nicht so wirklich. Ah, der geht noch. Ja, so ein Fell sieht eigentlich schon immer nach was aus. Na, hier ist noch ein Wolfsfell, das hatten wir schon. Okay, aber auch da kann man halt gut durchschalten. Aber merkt euch, Fiber. Fiber ist das Ding. Ich meine, jetzt gibt es ja halt noch große Teppiche. Ich denke mal, die sind einfach noch, ja, viel, viel größer. Ich kann es gerade gar nicht sagen. Wir haben gerade keinen Fiber. Tut mir leid. So, wir haben... Ich glaube, da müssen wir dann erstmal 100.000 Fiber farmen, nur allein, dass wir die Deko-Sachen ja zeigen können. WTF. So, was haben wir hier? Ach so, du hast doch gesagt, du hast den Kamin gefunden. Oh. Oh ja, ich sehe es gerade. Okay. Der Kamin. Und der dampft auch. Oh, das ist ja schick. Cool gemacht, ne? Richtig cool. Kann der auch noch was? Nee. Aber da kann man sich dann hier nach einer langen Schifffahrt gemütlich vorsetzen. Und dann einen warmen Grog trinken. Ach, und das ist der Grill. Mit Brathuhn. Aber der Detailreichtum ist... Das ist richtig gut. Ah, schöne Holz echt hier. Echt cool. Kann man da auch noch was? Nee, da kann man auch nicht durchschalten. Also bei den kleinen Deko-Sachen kann man durchschalten, aber nicht bei den... Aber ja, ganz so schön. Hier. Also ist wirklich richtig cool gemacht. Also wenn da was drauf liegt? Also haben wir mal ein bisschen Holz? Mal hier ein bisschen Holz rausnehmen? Ja, mach mal. Gucken wir uns das mal an. Machen wir mal an. Jawohl. Richtig cool. Wenn jetzt das Huhn da irgendwann fertig wäre. Das wäre doch richtig cool. Ja. Ja, allein schon die ganzen Sachen, die oben hängen. Also wirklich... Ich mag das ja wirklich, dass die Dekomods hier, also dass der Dekomod und der andere auch schon, dass sie halt wirklich zu Atlas passen. Es gibt ja auch schon einige Dekomods, die so ein bisschen eher so neuzeitlich aussehen. Das passt halt überhaupt gar nicht so wirklich zu Atlas. Mhm. In dem Setting, wie wir aktuell spielen, also Piraten-Setting mehr oder weniger. Ne? Es gibt natürlich auch noch mit dem Dev-Kit alle möglichen Sachen, so Panzer und Flugzeuge und keine Ahnung und Steampunk-Elemente. Also da gibt es auf jeden Fall noch genügend Sachen, die man auch dann ja entsprechend umsetzen kann, aber so in dem Setting, wie wir aktuell spielen, gibt es halt noch nicht so viele Deko-Mods und das ist halt natürlich dann schon richtig cool, wenn man ja so ein paar Sachen ausprobieren kann. Oh ja. Ja, wir haben leider echt nicht genug Kram, um alles herzustellen. Ja, dann müssen wir nochmal farmen gehen, würde ich sagen. Das glaube ich auch. So, hier ist noch eine Bank. Also ich mache jetzt wenigstens hier noch die Badewanne, die habe ich nämlich schon gebaut. So. Gut, ich stelle sie mal hier hin. Ah, wobei, nee, wenn ich da reingehe, dann falle ich da höchstens runter. Nee, du fällst mit samt Badewanne runter, ja. Auch das. Machen wir mal hier. Ne, schöne Badewanne. Cool. Völlig entspannt. Leider fehlt das Wasser. Kann man da Wasser reinschütten? Muss es regnen? Kann man da Waterskins? Also. Ach, Mario hat auf jeden Fall ein Menü. Hier. Da ist Wasser drin. Sehr schön, richtig cool. Jetzt deswegen hast du Strumpelhaut. Ja, wahrscheinlich zu lange im Wasser gelegen. Ich bin noch gar nicht so alt. Also die Optik sieht natürlich gut aus, aber deine Knie, die oben rausgucken, sind so ein bisschen... Boah. Naja. Nee, ich meine, das passt nicht. Nee, irgendwie hier ist ein bisschen... Naja, ne? Aber haut halt einfach noch nicht alles hin. Trotzdem schon eine schöne Sache hier mit der Badewanne. Ich steig mal kurz aus. Hier, das sind die Menüs.
Entweder eine volle Badewanne. Guck mal, setz mich gleich mit Rüstung rein. Ja, da machen wir ja, gleich toll, mal das Wasser raus. Ja, toll, super. Ne? Warte, 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 bitteschön. Ja. So richtig, schnell geht das. Richtig gut. Hier ist noch die passende Bank zum Tisch vorhin. Der Tisch ist natürlich, ah ne, er ist noch da. Aber richtig cool, also Badewanne ist schon richtig cool. Die ist cool, ja. Ja, ja, wenn ich schon die Größe dieser ganzen Deko-Elemente sehe, dann müssen wir ja wirklich ein Palast werden. Oh ja. Da müssen wir auch noch ganz schön viel Fiber und Metall sammeln. So. So, jetzt kann man Sau essen. Geil. Aber auch allein überhaupt schon das Fell hier oder so. Echt cool. Ja. Knusperhaut. Die Borsten. Weil es lustig ist, sah gerade aus, ob ich hier vorne irgendwie das Schwein irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Bedrohst du das Schwein? Ich kann auch dich bedrohen. Nein, das willst du nicht. Der Schwein ist schon tot, was soll ich denn bedrohen? Das tut nur so. Das ist nur betäubt, glaub mir. Es gibt hier keine toten Tiere in dem Spiel. Was ist hier los? Jetzt ist es kaputt. Jetzt hast du es umgelegt? Uiuiui. So, jetzt habe ich hier noch was. Was habe ich denn hier? Ein kleines Schränkchen. Der Side Table ist das. Und auch da, du kannst sagen... Standardmäßig ist es der Plain Side Table. Du kannst was draufpacken. Ja, und unten drin ist auch ein kleines Blümchen. So ein, ach, so ein Blumenkorb. Oh, süß, ist das geil. So, was haben wir hier noch? Und wir haben den Side Table with Globes. Und unten ist auch wieder was drin. Ist das nicht geil, ihr Lieben? Also jetzt mal wirklich ernsthaft hier. Butter bei die Fische. Das ist doch einfach nur geil. Das ist doch einfach so geil. Wenn man gerne dekoriert, dann kommt man hier dran nicht vorbei. Ist einfach so. Ja, da hallo. Kommt man hier nicht dran vorbei. Nee, das geht einfach nicht. Schau mal, ich hab leider... Und ich mag allein auch schon diese Eisbox, mag ich richtig gerne, weil ich finde diese komischen Säcke auf dem Boden so ein bisschen suboptimal, weil da so also viel davon brauchst und das sieht halt auch nicht schön aus, muss ich sagen, die ganzen Säcke auf dem Boden und ja, ich glaube, es ist halt schon irgendwie ganz cool, wenn man wirklich so eine anderen Sachen ein bisschen dazwischen mixen kann, einfach für die Optik und vor allem auch für den sinnvollen Nutzen auch, ne? Also. Ich habe gerade leider keine Sichel mit, aber ich muss noch mal kurz ein bisschen. Das hilft jetzt nicht. Na, ganz kurz, ich wollte noch was bauen. Was willst du bauen? Ich wollte noch so ein Sofa bauen. Ja, dafür hole ich jetzt noch schnell Fiber. Na, ich habe 160. Okay. Das Sofa machen wir noch und dann sind wir tatsächlich am Ende für heute, ihr Lieben. Ne? Wir werden auf jeden Fall diese Mod-Geschichten hier noch genauer anschauen. Beim nächsten Mal werden wir sicherlich noch den Rest aufgestellt haben. Ich sag jetzt einfach mal, wir werden zum nächsten Mal nochmal hier zusammenfassend aufstellen, was es alles gibt in dem Mod. Ups, danke, dass du die Tür zugemacht hast. Ja, Dachterton, dass du hinter mir bist. Ich war doch da. Ja, aber das können wir ja mal machen, alles so anschaulich nebeneinander stellen. Ja, wir werden uns mal irgendwo ein bisschen weiter ab von hier eine kleine Stelle bauen, wo wir dann auch entsprechend so eine Plattform hinzimmern mit Foundations oder so. So ein bisschen Creative Mode. Dass wir da einfach die Sachen einfach mal zeigen können, nebeneinander hinstellen, so. Denn ich glaube, es macht halt Sinn, dass man das erstmal so ein bisschen zusammen sieht. Klar wollen wir natürlich dekorieren, logisch, in der Hütte, aber naja, es ist ein bisschen, weiß nicht, also wenn man das also direkt nebeneinander hat, dass man auch nicht das Zeug, was man wirklich von Hand farmt, einfach zum Vorstellen von der Mod nimmt, ist halt auch blöd. Aber wir waren ja gerade so Feuer und Flamme jetzt gerade für den RPT-Core-Mod, dass wir das gleich mal getestet haben, von daher müssen wir mal gucken. Ich denke, wir können noch ein bisschen was verbessern fürs nächste Mal, aber insgesamt so. Ja. Geht so, dass wir einfach wirklich die Sachen halt reinspawnen sozusagen und dann wegdroppen, wenn wir es nicht mehr brauchen. Ja, so, aber für die Vorstellung, glaube ich, von Mods ist auch cool. Die gute Couch. Kannst du es dir bequem machen? Sieht ein bisschen unbequem aus. Also, ja, man kann sich leider nicht lange drauflegen. Eine kleine, eine Mini-Sitzfläche. Ist irgendwie komisch, ne? Hätten sie mal drehen können. Hätte vielleicht besser gepasst. So andersrum, ne? Wer braucht denn so eine Fläche? Das sieht cool aus hier. Guck mal, wie er rumsitzt. Mario sitzt rum. Oh, hallo. Ich sitze rum. Mal schauen, ich hatte hier noch... Da. Hier so ein Schrank, den es in zwei Möglichkeiten gibt. Ja, aber wir haben jetzt keinen Platz mehr hier. Ja, ich weiß, jetzt ist auch alles vollgebaut. Ja. Das war auch das Letzte. Hier kann man nicht durchschalten. Kann man bei der Couch noch durchschalten eigentlich? Nee, kann man nicht. So, ja, hier kann man... Oh, da hätte man es noch gesehen. Ja, noch die andere Schrankgeschichte ranbauen können. Ja, aber das geht jetzt nicht. Wir haben keinen Platz hierfür. Nee, wir haben keinen Platz dafür. Okay, aber ihr Lieben, die Vultures kreisen schon über mir. Ich bin auch schon fast tot.
Oh Gott, die Lebenspunkte. Das ist ein Zeichen, dass wir an der Stelle jetzt mal einen Cut machen. Aua! Okay, das ist ein eindeutiges Zeichen, dass wir an der Stelle einen Cut machen. Ja, da habe ich einen Pfeil im Kopf. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder. Schauen mal, dass wir dann alle Deko-Sachen nochmal aufgereiht haben. Schaut also dann nochmal rein, ne, dass ihr dann seht, was beim Eco-RP-Dekor-Mod wirklich alles drin ist. Und ja, dann wünschen wir euch erstmal noch einen schönen Tag. Und Gott, so viel zum Dekorieren. Ja, so viel zum Dekorieren. Und dann sehen wir uns dekorativ rum. Beim nächsten Mal. Ja, ich lieg wirklich tot rum. Das ist wahr. Aber das macht auch gar nichts. Genau. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.